Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, heute bin ich wieder für euch in The Wolfin unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement aus den Tiefen und zwar haben wir das einmal unter Tiefen und dann Wolfin und hier schauen wir uns jetzt den Erfolg an, Entdeckung in der Mykomantenhöhle. Und dafür müssen wir folgendes machen, findet und öffnet alle robusten Truhen, die in der Mykomantenhöhle verborgen sind. Und wollen wir diese Höhle? Naja, wir sind einmal in Heilsturz und dann hier oben auf den Koordinaten 71, 31. Da müsst ihr einmal rein und wenn ihr dann drin seid, dann sieht das Ganze so aus und das werden wir jetzt einmal abklappern. Die erste Kiste ist jetzt hier relativ weit oben auf den Koordinaten 49, 21 und da gehen wir jetzt mal als erstes hin. Als kleine Info, diese Pilze hier könnt ihr immer benutzen, um quasi ein wenig zu springen. Die flacheren lassen euch nur nach vorne jumpen, die anderen mit diesem runden Kopf quasi, die schleudern euch in die Höhe. Und ja, die erste Kiste haben wir jetzt hier oben, die habe ich schon geöffnet. Sieht jetzt auf der Map so aus, ob das außerhalb ist, aber da kann man ganz quasi einfach hinlaufen. Dann können wir da hochtigern. Müssen jetzt quasi einmal ganz nach oben, da können wir jetzt mal gucken. Die Viecher am besten nicht berühren, sonst greifen die euch an. Da nach oben. Und nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Halt. Kick mich hoch. Okay. Und das haben wir jetzt hier ein bisschen versteckt. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht aufgemacht. Die ist jetzt hinter diesem, in dieser Säule. Nummer 2. Das ist auf den Koordinaten 68, 50. Für die nächste springen wir jetzt hier runter ins Wasser. Also von oben einmal hier in das Wasser runter. Und die ist jetzt hier ganz unten am Grund, ne? Die machen wir auch auf. Die ist auf den Koordinaten 63, 45. Die hatte ich tatsächlich jetzt auch noch nicht und das hat mir mein Achievement gebracht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier aus dem Wasser wieder rauskommen. Ja, hier hinten können wir durch. Mit meinem Fisch bin ich tatsächlich einen Ticken schneller noch, das ist ganz gut. Übrigens, in den Delves ist es immer so, dass es verschiedene Versionen der Delves gibt. Die switchen täglich durch und in manchen Delves ist es so, dass ihr gewisse Truhen nur in einer gewissen Version kriegen könnt. Hier ist es tatsächlich nicht der Fall. Hier könnt ihr alle Truhen in jeglicher Version des Delves kriegen. Also da müsst ihr jetzt nicht auf irgendeine bestimmte Version warten. Genau, bloß so als kleine Randinformation. Achso, und die ist jetzt hier auf dem Vorsprung. Seht ihr das? Da haben wir die. Und das ist auf den Koordinaten 40, 60. Hier. Wenn ihr diese Marker auf der Map auch haben wollt, dann müsst ihr euch Handy Notes und Handy Notes The Wolf Within runterladen. Das sind die beiden Addons, die ich drauf habe, um mir die quasi auf der Map anzeigen zu lassen. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Kistenerfolg. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.